Was geht? Wir haben 6.30 Uhr morgens. Ich habe 4,5 Stunden gepennt. Und heute geht's nach Mailand. Ich will nicht viel labern. Digga, ich muss erstmal klarkommen. Wir machen uns jetzt ready, packen die Koffer, dann geht's direkt los. Wir sehen uns später wieder. Ich bin gerade viel zu AFK, um hier irgendwas zu drehen. Heute Mailand. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Lasst ein kostenloses Abo da. Wir legen los. Let's go. Halbe Stunde später, wir sind frühstücken. Wir haben auf jeden Fall Frühstück inklusive beim Hotel. Ich gehe das gleich mal abchecken, mal gucken, was die hier so haben. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich habe so früh morgens nie Hunger. Ich schwöre, ich habe bis 11 Uhr mittags habe ich keinen Hunger. Erstmal diese anderen Croissants reinbuttern. Dann hier Fake Nutella, auch sehr wichtig. Ein kleines Brötchen. Einfach Orangensaft. Turn up, einfach Orangensaft. Das ist es fürs Erste. Sieht ein bisschen mager aus. Wir haben jetzt 7.58 Uhr, haben beide gefrühstückt, haben gegessen, haben unsere Sachen gepackt. Und jetzt geht's los. Ab zum Auto und ab nach Milano. Tschüss Luzern. Es war eine schöne Nacht. Für uns geht's jetzt weiter. Wir fahren jetzt circa 3 Stunden nach Mailand und hier kommt jemand. Wir fahren jetzt circa 3 Stunden nach Mailand. Die erste Schicht übernehme ich und dann kommt mein Koffer. Und dann geht's nach Mailand. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich glaube, Yoshi hat auch Bock. Wir müssen noch ein paar Stores aussuchen. Wir wollen ja da ein bisschen shoppen gehen und einen Shopping-Vlog drehen. Machen wir aber, denke ich, alles während der Autofahrt. Und dann sind wir in Mailand. Da ist der Wagen. Ab geht's. Das ist die Strecke. Warum auch immer auf einmal irgendwie 4 Stunden. Gestern Abend waren es 3 Stunden. Wahrscheinlich, weil dieser Verkehr ein bisschen mehr ist. I don't know. Aber wir legen jetzt 4 Stunden entspannt zurück. Und wünscht uns eine gute Fahrt, ne? Durch Lugano etc. Wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Fahrt. Leider eine sehr lange Fahrt, aber kriegen wir hin. Yeah, wir haben es geschafft. Wir sind in Mailand. Wir brauchen jetzt noch für sage und schreibe 4 Kilometer 20 Minuten. Also Verkehr ist ja schon mal Bombe. Es ist auch, by the way, unfassbar warm. Wir haben, glaube ich, 26, 27 Grad. Ich habe absolut keine Klamotten für diese Temperaturen dabei. Jetzt müssen wir erstmal das Parkhaus suchen, dann parken wir das Auto und dann geht's in die City und dann geht's ab. Angekommen im Parkhaus. Wir machen jetzt hier kleine Fitwechsel, ziehen uns kurz um und dann geht's direkt in die Stadt. By the way, hier sind wirklich 50 Grad drin. Das ist das wärmste Parkhaus, was ich je gesehen habe und auch das vollste Parkhaus, was ich je gesehen habe. Wir haben mir gerade irgendwie 20 Minuten nach einem Platz gesucht. Ist auch egal. Wir ziehen uns jetzt um und dann geht's in die Stadt. Ich muss hier endlich raus. Eine Minute, 37 Sekunden später. Let's go. Wir haben es geschafft. Wir sind oben, wir sind in Mailand. Wir sind in der Stadt und der Tag kann losgehen. Es ist wie in Amsterdam. Yoshi hat eine Storelist gemacht, hat die ganzen Stores. Ich klappe einfach nur alles mit ab. Weil man auch sagen muss, ich war schon mal in Amsterdam. Weil man auch sagen muss, ich war schon 2-3 Mal in Mailand. So, ich habe ja eigentlich die meisten Stores schon besucht. Yoshi hingegen war noch nie in Mailand. Das heißt, alles neu für ihn. Eigentlich bin ich sehr negativ gegenüber Mailand eingestellt. Deshalb, mal schauen. Was ist der erste Store, den du rausgesucht hast? Kick Game heißt er. Das ist so ein Sneaker-Store. Kick Game ist aber wahrscheinlich only Sneaker. Also ich sehe auf jeden Fall nur Schuhe. Ist auf jeden Fall einiges an Heat am Start, aber es sind halt alles nur Schuhe. Es gibt hier keine Klamotten, alles Schuhe und wir sind beide auf der Suche nach Schuhen. Deswegen ist das so eigentlich ein L-Take. Wir haben gedacht, hier gibt es vielleicht auch Klamotten, aber alles nur Schuhe. Deswegen geht's auch direkt wieder raus. Schade, schade, schade. So schnell geht's. Wir gehen jetzt als nächstes zu D-Mac. Ist ein Store, der auch auf meiner Liste stand. War ich nämlich, als ich das allererste Mal in Mailand war, 2021. Und die OGs erinnern sich noch, ich habe mir dort eine weiße Ambush-Pants gekauft. Grüße gehen raus. Hose habe ich noch nie getragen in meinem ganzen Leben. Ich habe die irgendwann dann verkauft, war aber auf jeden Fall jetzt nicht so der wilde Kauf. Wer D-Mac nicht kennt, ist so ein Vintage-Designer-Outlet-mäßig. Also da gibt es halt eben diese ganzen Designer-Brands, alles ein bisschen günstiger. Und man könnte da auf jeden Fall auch das ein oder andere gute Piece finden. Aber wie eben Outlets auch sind, du findest gefühlt nur Trash. Du musst da echt ein bisschen gucken, aber es ist auf jeden Fall die Chance da. So sieht es hier aus. Da ist by the way auch Off-White, sehe ich gerade. Hublot, Gucci. Wenn man hier runter geht, kommt man zu dieser bekannten Straße, wo diese ganzen Designer-Stores sind. Aber wir sind jetzt beide nicht so auf der Suche nach irgendwelchen Designer-Artikeln und Designer-Stores, deswegen ist das eher uninteressant eigentlich. Ist das irgendwer, den man kennt? I don't know, wir stehen hier gerade so random. Hier sind einfach überall Paparazzis, die Bilder machen. Falls ihr wisst, wer das war, schreibt es in die Kommentare. Da sind wir. D-Mac ist tatsächlich nicht der Store, wo ich genau damals auch war, weil die haben hier mehrere Stores. Den war ich aber, glaube ich, auch schon mal und ich meine, der war nicht ganz so gut, aber wir checken mal ab. Also ihr könnt sehen, das ist eigentlich hier wie in so einem Vintage-Laden, alles durcheinander und man muss hier wirklich ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen suchen. Ah, was haben wir da? Balenciaga. Könnte schon mal interessant sein. Ihr könnt sehen, das hier ist zum Beispiel alles Balenciaga. Wir haben hier sogar diese Trackpants, die finde ich tatsächlich sehr, sehr nice. Hosen, das hier ist, glaube ich, sogar Bottega. Auch Off-White-Jacken, das hier ist Undercover. Das hier ist, glaube ich, eine Jacquemus-Jacke. Also ihr könnt sehen, wir haben hier echt ganz, ganz viele verschiedene Brands am Start. Die Jacquemus-Jacke zum Beispiel anstatt 1,6 für 800. Hier, das ist auch alles Jacquemus. Hier haben wir zum Beispiel auch Amiri, die legendären Skinny Brackers von damals, ey. Was? Wie viel kosten die? Ja, okay.
100 Euro weniger, aber trotzdem. Dresd haben einfach meine Balenciaga Runner hier, random. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war's mit D-Mac. Wir sind durch, wir sind wieder draußen. Sag euch so, wie es ist. Lohnt sich auf jeden Fall, den Laden abzuchecken, wenn ihr hier seid. Aber ich sag euch, ihr braucht einen guten Tag. Ihr braucht einen sehr, sehr guten Tag und ein bisschen Glück. Dann könnt ihr safe was Gutes finden. Ich sag euch, also hier ist einiges an Potenzial da, aber ihr braucht einfach ein bisschen Glück und einen guten Tag. Das hier ist unsere Liste. Wir sind gerade hier bei dem D-Mac. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir oben zum D-Mac noch gehen, dann hier oben die Runde runter machen. Also Supreme, Slam Jam, dann runter zu End. Da war ich tatsächlich auch noch nie. Hier ist dann der Dom, die Galerie etc. Wir machen jetzt den ganzen Weg hier. Sag euch, Mailand ist ein Vibe. Ist schon eine schöne Stadt. Macht schon Bock, hier so ein bisschen rumzulaufen. Also hier in dem Viertel war ich auf jeden Fall noch nie. Es kommt mir alles neu vor. Aber ich muss sagen, irgendwie cool. Es sind halt überall diese ganzen Restaurants, enge Gassen, schöne Häuser. Einfach das alles ist die Schlange von dem Restaurant. Nice, da gehe ich safe hin. Sorry, ich nehme alles zurück. Komplette Falschaussage von mir. Wir gehen doch nicht zu D-Mac. Wir sind nämlich bei Supreme. War ich auch noch nie in Mailand. Ich wusste bis heute nicht mal, dass es überhaupt einen gibt in Mailand. Der ist sogar voll schön. Groß. Schöne große Fenster. Ich muss sagen, ich finde es auch echt sehr nice, dass wir jetzt hier in der Schlange stehen. Ich check nicht, wofür die ist, aber hier ist die Schlange. In der knallen Sonne. Ist auch echt angenehm. Shoutouts. Und wieder raus. Was soll ich euch sagen? Supreme dasselbe eigentlich wie immer. Nichts gekauft. Ich durfte da drinnen nicht filmen. Es gab auch wirklich nichts Besonderes. Aber wirklich mega geil, endlich mal im Supreme in Mailand gewesen zu sein. Wirklich danke, dass ich die Erfahrung mit euch teilen durfte. Was ist next one? Slam Jam heißt es. Slam Jam, okay. Ab geht's. Wie ihr merkt, wir haken die Läden hier wirklich Step by Step ab. Wir haben jetzt eben nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich weiß auch gerade nicht mehr so genau, ob ich schon mal bei Slam Jam war. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mich früher als Kind, beziehungsweise vor ein paar Jahren halt, früher bei den ganzen Releases immer bei Slam Jam für die Raffles eingetragen habe. Und ich meine, ich habe damals sogar meinen Off-White UNC Jordan 1 da gewonnen. Wobei, wenn ich die Straße jetzt hier sehe, ich glaube, ich war schon mal da. Wenn ich richtig liege, hat es dort 2 Etagen und ist relativ klein. Also die einzelnen Etagen sind nicht gerade groß. Ich glaube, ich hatte recht. Das ist der Laden, den ich meinte. Da war ich schon mal. Der hat 2 Etagen, oder? Oder? Ja, das ist die 2. Etage. Ich hab Ahnung von Mailand. Nee. Nein. Auswahl unten war tatsächlich eher mit. Deswegen setzen wir jetzt mal nach oben. Was wir hier so finden, ne? Weiß nicht, also das sind halt einfach nicht die Marken, die ich jetzt so trage. Also wir haben hier sowas wie Dries Van Noten, Kiko und so weiter. Ist alles nicht so meine Wave, deswegen für mich eher weniger hier. Ist das Vêtements? Oder ist das normal Umbro? Sieht aus wie so ein Vêtements. Aber nee. Lava. Das ist ein Umbro, Rudi. Och nee, Digga. Das ist irgendwie ein Ritual, dass ich Sachen fallen lassen muss. Wir haben hier noch ein paar Schuhe. Unter anderem auch zum Beispiel Noctas. Hier für Retail. Dunks, Shocks, Essex, Comme des Garçons, New Balance, Salomon. Also eigentlich alles mögliche am Start. Und das hat auch eigentlich zum Store. Mehr gibt's hier nicht zu zeigen. Deswegen denke ich, geht's jetzt auch direkt wieder raus. Weil wir haben ja beide, glaube ich, nichts gefunden. Oder? Hat er was gefunden? Also die sieht hart aus, aber die ist übelst, also die Kasse richtig krank. Also dieser, genau wie genau das. Guck, das ist so, dann ist es noch ekelhafter. Ja, 500 Euro worth it, Kauf. Wir steppen jetzt als nächstes zu Modest, wie auch immer. Kennen den Laden nicht, hat Yoshi rausgesucht, denn da gibt es anscheinend Entire Studios. Für alle, die sich so ein bisschen mit Entire Studios beschäftigen, die wissen, dass Entire Studios wirklich nur in sehr, sehr wenigen Läden in-store gibt. Unter anderem eben in London beim Selfridges, da war ich auch schon, hat mir einen Hoodie da gekauft, den ich auch nie getragen habe. Yoshi hat mir schon in Paris und Amsterdam die ganze Zeit von Entire Studios geschwärmt, deswegen ist das sein Ziel Nummer 1, das weiß ich jetzt schon. Was hast du überhaupt, also was willst du überhaupt von denen? Also hast du irgendwas im Kopf überhaupt? Optimalfall die Go-Kakago, aber ich bezweifle, dass man die in-store findet. Ansonsten irgendwie so ein Hoodie oder so. Ja, kleines F an uns. Wir stehen gerade vor dem Laden und dachten uns so, irgendwie sieht das nicht richtig aus. Es ist einfach ein Kindergeschäft. Also ihr könnt sehen, das ist ein Kinderladen. Grund dafür ist, wir haben gerade herausgefunden, dass es 2 Stores gibt, die so heißen. Der eine macht eben Kinderklamotten. Der andere ist eben der, zu dem wir eigentlich wollen. Der ist, zu dem wir eigentlich wollen, ist aber 2 Kilometer entfernt auf der komplett anderen Seite von Mailand. Was soll ich sagen? Leider in dem Sinne, ein komplettes L getaggt. Ist nicht so meins. Wir gucken, was wir machen. Aber es hat... Ja, scheiße. Das ist auch übrigens der Labo, habe ich gerade gespottet. Muss ich jetzt nicht rein, kaufe ich eh nichts, aber ist auf jeden Fall hier. Wir sind gerade auf dem Weg zu End. Ich denke, kennen die meisten von euch. Ein sehr, sehr großer Laden, den es auch online gibt. Bis jetzt war ich immer nur in London bei End. Der Laden ist auch sehr, sehr nice. In Mailand noch nicht. Das ist mein erstes Mal. Und da steppen wir jetzt hin. Ich habe extrem Bock und ich hoffe, das ist nice. Also da vorne ist End. Aber kann mir mal bitte irgendwer erklären, warum hier eine Schlange ist?
Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. War irgendwie ein Release, den ich verpasst habe oder irgendwas? Das habe ich noch nie gesehen, dass bei Enten eine Schlange ist. Hier stehen wir jetzt. Aber die Schlange geht tatsächlich relativ schnell. Aber es geht, ich denke, 2-3 Minuten sind wir drin. Wir sind drin. Wir haben es geschafft. Laden sieht sehr, sehr groß aus. Ich habe auch mehrere Etagen, also werden die wahrscheinlich eine kleine Weile drin bleiben. Ich würde sagen, wir haben hier unten eher so Basic Brands, wie zum Beispiel Carhartt oder auch Arc'teryx, TNF, Daily Paper, also diese ganze Wave irgendwie. Hier ist auch noch eine riesige Abteilung nur für Schuhe. Und hier noch wieder hier überall verteilt diese riesigen Bear Bricks. Hier hinten haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viel Interior-Stuff. Also das hier ist alles Interior. Die Ecke hier ist auch alles Interior. Also Figuren, Bettwäsche, Kleiderbügel. Hier irgendwelche komischen Big Macs oder was auch immer. Aber ich muss sagen, auch sehr interessant. Hat auf jeden Fall der End in London nicht, soweit ich weiß. Also eben diese Interior-Abteilung. Hier haben die auch noch so eine große Area mit Kosmetik, Seifen, Parfums etc. Ah, ich glaube, ich mache den schnellen Händewascher hier. Ich glaube, ich wasche mir die Hände kurz. Hier haben wir auch noch unter anderem Human Made, eine ganze Schlange damit... Was? Da hinten geht's auch noch weiter? Ah, hier ist Babe. Ist alles Babe, Alter. Krank. Also ja, was soll ich euch sagen? Babe ist jetzt nicht meine Brand so, aber hier ist auch noch eine komplette Abteilung nur für Babe. Wir gucken jetzt mal, was in der zweiten Etage so abgeht. Wow. Aber ich glaube tatsächlich, die zweite Etage ist für Frauen. Das sieht mir alles hier sehr nach Frauenkleidung aus. Es geht wieder runter und wir haben gerade erst erfahren, es gibt auch noch eine Erdgeschossetage, also es geht noch mal weiter runter, also 3 Etagen das Ding. Das ist ja gefühlt ein Kaufhaus. Und es geht runter, also komplett runter. Gucken, was unten noch so abgeht, aber das sieht mir nach Männerkleidung aus. Aber ich glaube, hier unten sind die ganzen Designer-Brands, also sieht auf jeden Fall so aus. Wir haben hier zum Beispiel Root, Fear of God, hier ist auch Elix, ich glaube, hier war Vetements, genau, hier ist Vetements. Eine ganze Stange Represent ist hier auch, also das ist, glaube ich, wirklich alles hier Represent. Hier auch wieder ganz viele verschiedenste Schuhe. Also ich muss sagen, ich bin gerade zu der Erkenntnis gekommen, hier sind sehr, sehr viele geile Brands. Der Laden ist groß, der Laden ist auch cool, aber es fehlt auch irgendwie an Auswahl. Beziehungsweise die Auswahl ist einfach nicht so gut. Also wir haben zwar viele Brands, aber wenig coole Teile. Und das war's mit End. Und draußen... schwer. Also ich muss Real Talk sagen, sehr, sehr nicer Laden, cool Design, sehr groß, viel Auswahl und dies und das. Aber wie ich eben schon gesagt habe, es gab halt nicht diese geile Auswahl. Von den ganzen Brands waren halt irgendwie keine coolen Produkte da und generell war einfach nicht so... Also ich habe nicht ein Piece gesehen, wo ich da gesagt habe, mega geil. Wir steppen jetzt erstmal in Richtung Dom bzw. Galerie, checken da 1-2 Stores ab, laufen da ein bisschen rum. Und danach geht's dann, denke ich mal, zum Sissi, weil wenn ich mit dem Jungen in Mailand bin, muss ich auch zum Sissi. Wow. Milano. Also für alle von euch, die noch nie in Mailand waren, das ist so der Place in Mailand, der Platz mit der Galerie, mit dem Dom. Diese Palmen da oben, dieses Gucci-Schild, auch sehr, sehr bekannt. First Reaction Galerie. Alter, ja, das ist diese Galerie, also, ja. Alter. Ich finde es auch persönlich sehr krass, dass hier wenige Menschen sind und wenige Touristen sind, dass man auch easy hier so durchlaufen kann. Also nochmal ein ganz kurzer Schnelldurchlauf. Wir haben hier Prada, Louis Vuitton, nochmal Prada. Ist auch noch Dior, also diese ganzen Designerläden, wo wir alle nicht rein wollen. Hier sind wir angelangt beim nächsten Store. One block down. Let's go. Das ist der Store. So sieht's aus, relativ klein. Also es ist halt nur dieser eine Space hier. Oben alles Kappen und Schuhe. Hier unten haben wir ein paar Klamotten. Aber ich sage euch ehrlich, auch nicht so die Brands, die ich jetzt irgendwie sehen will, nach denen ich suche. Wir haben hier sowas wie Polo Sport zum Beispiel. Needles, das ist ganz nice. Hier zum Beispiel auch CP Company, ist eigentlich auch ganz nice, aber auch nicht so meine Sachen irgendwie. Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Und ich sage euch ehrlich, ich bin irgendwie gerade... Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin auch einfach geisteskrank im Arsch und habe eigentlich gar keine Laune und Motivation, irgendwie hier großartig zu shoppen. Kleiner Funfact, wir haben gerade 16 Uhr, das heißt, wir sind seit 10 Stunden wach, haben aber auch nur 5 Stunden gepennt und sind auch jetzt wieder den ganzen Tag unterwegs und ich muss euch echt sagen, ich merk's. Wisst ihr, was ich gerade brauche? Ich brauche ein Eis. Ich brauche so eine schöne, kalte, frische, fruchtige Kugel Eis, die mich ein bisschen aufmuntert und ein bisschen aufpeppt. Aber wir steppen jetzt erstmal zu Stussy, beziehungsweise fahren zu Stussy. Weil Stussy ist anscheinend mies weit weg, deswegen packen wir uns jetzt irgendwie einen Roller oder so und dann müssen wir da hincruisen. Ich sag euch ehrlich, Roller und Mailand habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, weil die Straßen hier gottlos schlimm sind. Das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg Richtung Besserung. Den Eistee werde ich jetzt einatmen, dann geht es mir 5% besser. Eistee ist leer, kommt da rein, denn mit diesem Gefährt geht es jetzt ab. Packen uns jetzt hier die beiden Fahrräder und fahren damit zu Sissi, weil Sissi ist so circa 10-15 Minuten entfernt. Let's go, let's go, let's go. Und das sind die Straßen, die ich meinte. Ich schwöre, das ist das Einzige, was ich an Mailand hasse. Baut doch mal vernünftige Straßen. Der Kollege ist abgestellt. Da vorne ist Sissi. Hier ist übrigens auch Nude Project in einer kleinen Schlange, aber muss ich jetzt nicht unbedingt rein. Seht ihr, was ich sehe? Genau, es ist die Schlange bei Sissi.
Habe ich jetzt persönlich mega Bock drauf. Bin ich euch auch ehrlich, bei Sissi in der Schlange stehen, sehe ich mich jetzt auch tatsächlich nicht so. Deswegen laufe ich jetzt hier mal die Straße entlang und schaue, ob ich vielleicht die eine oder andere Eisdiele finde. Ein amerikanischer Süßigkeitenladen. Lass ich mir nicht nehmen. Komm, rein da. Hier wird einfach Fanta Tropical verkauft. Die gibt's bei uns in jedem Edeka. Oh, Pineapple Fanta. Ich sag's euch, Ananas Fanta ist einfach der Key. Die Dinger, die habe ich letztens im Stream probiert. Mit diesen Dingern hier, die man da reinkippen muss. Sag ich euch ehrlich, sind's auch irgendwie nicht so. Der Laden war's auf jeden Fall nicht, aber ich brauche eine Eisdiele. Ist das eine Eisdiele? Oh, nee. Ist ein Crepe-Laden. Wir haben's geschafft. Wir sind drinnen. Persönlich muss auch sagen, ich finde den Store ein bisschen zu breit. Also hier ist ein bisschen zu viel Platz, muss ich sagen. Umkleiden hier finde ich tatsächlich noch krasser. Also da hat Sissi echt einen rausgehauen, muss ich sagen. Das wär's mit Sissi, wie schon zu erwarten, ganzen Laden leer gekauft. Ich habe mich jetzt wieder hier drauf geschwungen. Für uns geht's jetzt zu dem Store, der auch Entire Studios hat. Wir haben jetzt noch gleich schon 18 Uhr. Ich hoffe, der Laden hat noch was auf. Ging das noch zeitlich hin. Deswegen bin ich jetzt bei einem Fahren jetzt los. Let's go. Also der Store müsste anscheinend jetzt gleich da vorne rechts sein. Ich hoffe, der ist diesmal auch wirklich da. Hier werden die Kurven eng genommen. Jetzt wird ein bisschen Speed rausgeholt. Oh, jetzt hier ein bisschen Offroad. Oh mein Gott, eine Hand. Let's go, bisschen. Freier nicht. Alter. Oh mein Gott, das war's schon wieder. Der Typ da vorne hat wirklich vor 10 Minuten gesagt, jetzt da vorne rechts ist der Store. Wo ist der Store? Wir sind immer noch nicht da. Also wir machen hier anscheinend eine kleine Mini-Tour di Italia, aber ich hoffe, der Store wird sich lohnen. Aha, ich kann ihn sehen. Modes, Modes, wie auch immer. Wir sind angekommen. Jetzt muss ich den Lachs hier irgendwie abstellen, dann geht's rein. Und hier sollte es angeblich ein Teil der Studios geben. Dann wünscht uns Glück. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal Stussy. Dann könnt ihr sehen, ach, hä? Nee, Balenciaga ist hier auch. Vetements, okay, nee, hier ist alles durcheinander. Da haben wir's. Entire Studios, zwar nicht alles hier, aber ein Großteil. Jacke zum Beispiel, der Hoodie hier, den hatte ich sogar schon mal. Jacke hier auch, das ist sogar, glaube ich, die neue aus der neuen Kollektion. Das hat er mir gerade gezeigt, komplett random. Ist einfach ein T-Shirt in Collab mit No Face Studios. Ihr könnt sehen, hier das Logo, komplett random. Er hat mich nämlich eben angesprochen, weil ich komme, ich meinte aus Deutschland, hat er mir das hier direkt gezeigt, wegen No Face Studios eben. Die Hose hier ist auch Entire Studios, also die haben tatsächlich... die Jacke hier auch. Yoshi ist gerade in der Umkleide, hat eine Cargo-Hose an von Entire Studios. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie die aussieht. Ich warte jetzt hier ein bisschen, mal gucken. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich was hier gefunden in dem Laden. Hier ist die Cargo-Hose, die Yoshi unbedingt wollte. Die ist auch wirklich sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ach, das ist nicht die? Die andere hat schon an, aber die passt mir nicht. Also die passt mir, aber die sieht arsch aus. Ich habe hier jetzt mal die neue Puffer angezogen. Das ist die Puffer-Jacke, die diesen Winter von Entire Studios rausgekommen ist. Jetzt eine Größe L. Ich bräuchte maybe sogar eine Größe M vielleicht. Weil die ist schon, ihr könnt sehen, sehr, sehr breit. Klar, die ist auch so geschnitten, aber ich glaube, das heißt M wäre wahrscheinlich sogar noch besser. Yoshi rockt hier eine Cargo, das ist diese Cargo-Hose, wo man auch, ihr könnt schon sehen, das Bein unten abnehmen kann, das ist halt mäßig auch eine kurze Hose. Aber jetzt sag mal ganz kurz den Preis. 375 Euro kostet diese Cargo-Hose. Ich habe die Cargo jetzt mal an, die wollte ich mir damals sogar mal bestellen. Aber ich sag euch, also klar, die ist cool, aber so mega krass finde ich die jetzt auch nicht. Ich glaube, die kostet auch irgendwie über 200 Euro. Ihr könnt sehen, die hat so eine leichte Musterung, ist eigentlich echt nice, aber haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, sag ich euch ehrlich. Das wär's auch eigentlich dann mit dem Store hier. Das wäre erstmal Entire Studios. Die hatten auf jeden Fall coole Sachen safe, aber irgendwie hat mich davon jetzt auch nichts irgendwie so unfassbar krass gecatcht. Das war's offiziell mit dem letzten Store für dieses Video. Wir sind durch, wir sind fix und fertig. Wir gehen jetzt instant zum Auto, dann zum Hotel und dann kurz ready machen und dann auf jeden Fall noch was essen. Wird auf jeden Fall auch wieder eine lange Nacht mit Videos schneiden und dies und das. Wir wollen dann noch ganz kurz ein paar Insta-Bilder machen für Yoshi. Das machen wir auch jetzt noch ganz kurz. Wir haben mittlerweile auch, glaube ich, schon 6:30 oder so. Die Sonne fängt auch an unterzugehen. Bilder sind erledigt. Wir haben alles hinbekommen, was wir hinbekommen wollten. Sitzen jetzt im Auto und jetzt geht's zum Hotel. Ich denke, wir fahren noch circa 5 Minuten oder so und sind wir da. Dann machen wir uns ganz kurz ready, ziehen uns um, suchen uns einen Laden raus, wo wir essen gehen und dann gehen wir auf jeden Fall was essen. Live-Reaction. Oha, okay, warte mal. Hey, Digga, was für ein Badezimmer? Für das Badezimmer? Oh, einer will Suite für uns oder was? Hä? Das ist das Zimmer. Wir haben eine Couch, einen Kleiderschrank mitten im Zimmer, ein Bett. Nice. Hier ist ein ganz normales Bett. Romantische rote Vorhänge mit einer wahrscheinlich unfassbar kranken View. Badezimmer sieht unnormal stark aus mit so Marmorfliesen und so. Richtig schönes Waschbecken. Alter, was ist für eine Dusche? Badezimmer ist bis jetzt selbst das Schönste, was wir auf dem Trip hatten. Gutes Zimmer, hier lässt es sich eine Nacht schlafen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier ganz kurz klarkommen. Ey, wir sind gerade random auf dem Weg, was zu essen zu holen. Und guck mal, was hier einfach für ein Line-Up vor unserem Hotel steht. Einfach mit so einer Glitzerfolie, what the fuck? Aber ich sag euch, kommt sehr, sehr böse. Würde ich nehmen. Ja, okay, ich muss sagen, das vorne scheißt ein bisschen rein. Soll, glaube ich, Batman sein? Weiß ich nicht. Also, weil David scheint auf jeden Fall anders zu laufen. Wir haben den Jungen gerade abgecheckt. 193k, blauer Hahn. Zeig, was Profil wird. Also, tot. Passt auf jeden Fall zu den Autos. Aber, ach, Digga. Das Restaurant für heute ist
Miss Kusi geworden. Ein Pasta-Laden hat, ich glaube, 4,6 Bewertungen über 8000 Stück oder so. Sah im Internet auf jeden Fall sehr gut aus. Hier gibt es ausschließlich Pasta. Wir haben beide Bock auf Pasta. Ist nah am Hotel und ich hoffe, der Laden ist gut. Essen ist angekommen. Wir haben hier einmal die Spaghetti Carbonara für sage und schreibe 9 Euro. Also da muss ich sagen, das ist crazy. 9 Euro ist eigentlich nichts für eine Spaghetti Carbonara. Hier noch Hummus mit Brot und eine Champignon-Pasta, glaube ich. Das essen wir jetzt. Lassen uns gut gehen und ich hoffe, dass... Macht meine Laune ein bisschen besser. Wir haben aufgegessen, wir sind fertig und sind auch mittlerweile aus dem Restaurant raus. Ganz kleines Mini-Fazit, war okay, war jetzt nicht unfassbar krass, war jetzt auch nicht kacke, aber war jetzt auch nicht so der Mega-Banger. Wir machen uns jetzt noch auf die Suche nach einem Supermarkt, um irgendwas fürs Hotel zu kaufen und ich brauche auf jeden Fall noch mein Eis. Ich wollte es heute Mittag schon haben, ich habe es nicht bekommen und ich gehe nicht schlafen, bevor ich nicht ein Eis in der Hand habe. Und genau das ist das, wonach ich den ganzen Tag gesucht habe. Eine geile Eisdiele mit geilen Sorten. Da muss ich jetzt rein, das brauche ich, das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Das hole ich mir jetzt. Laden als Terra Gelato habe ich bei Google gefunden, hat eine gute Bewertung, war nah. Und deswegen nehmen wir jetzt den hier. Ey, ihr glaubt mir nicht, wie glücklich ich gerade bin. Oh mein Gott, habe ich da jetzt Bock drauf. Wir haben einmal Haselnuss mit Nutella, dann Amarena und einmal Banane-Milchshake. Crazy Combo, weiß ich nicht, aber es wird schon gut sein. Wir sind hier gerade in so einer Art Supermarkt gelandet, irgendwie komplett weird. Man muss hier vorne bestellen und auch bezahlen, was man eben haben möchte. Dann suchen die Jungs dir da alles raus, packen das in eine Bag und geben dir das Ganze dann so. Oh mein Gott. Das wär's mit dem Video gewesen. Wir sind im Hotelzimmer. Wir werden jetzt bald unsere Videos schneiden. Es wird noch eine lange Nacht. Es gibt auf jeden Fall nichts, was ich noch großartig filmen soll. Deswegen ist der Tag in diesem Video auch vorbei. Ich hoffe, euch hat der Mailand-Vlog trotzdem gefallen, auch wenn wir uns jetzt nicht hier die mega Sachen gekauft haben und irgendwie komplett unser Geld aus dem Fenster geworfen haben. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein paar coole Einblicke liefern, euch ein paar Empfehlungen geben, was Stores betrifft. Wenn dem so war, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt, wie gesagt, einen Kommentar. Lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, wär's das von mir. Haut rein. Macht euch einen schönen Tag. Das wär's von mir. Haut rein und ciao.